Hi Godoby, da bin ich wieder, ne? Ich war krank, hab mich nicht richtig auskuriert, hab mir das ein bisschen verschleppt und es damit nur schlimmer gemacht. Jetzt bin ich wieder da und ich würde auch gerne bleiben, also mal gucken, ich hoffe es funktioniert. Aber wir gucken uns jetzt weitere Videos an und los geht's mit Jules! Das Video habe ich mir extra aufgehoben die ganze Zeit. Es geht um die flache Erde. Da werden Verschwörungstheoretiker hops genommen, nehme ich an. Und jetzt sieht man nicht mal irgendwie den Titel richtig in meinem Format, weil hier irgendwie Kontext flache Erde Wikipedia verlinkt ist. Egal, ne? Jules, Alter, 46 Minuten. Ich würde sagen, da legen wir lieber los, oder? Da hauen wir lieber rein und sagen, Google Mama. Der Beginn von allem, der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es Ja, heute nix. kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht, Sterne sind entstanden in all. Der Beginn von allem, der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht, Sterne sind entstanden in allen möglichen Formen und Materialien. Chemische Elemente haben sich gebildet, die ersten Lebensformen haben unsere Erde. Aber einfach Flowey. Er holt so weit aus. Ich frag mich, warum er immer so weit ausholt. Erde betreten und vor ca. 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal Dinosaurier unsere flache Erde. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. So war das. Welche bis zu dem heutigen Tag durch unsere Galaxie schweben. Also es gibt zig Anspielungen, ne? Ich brauche gar nicht erwähnen, Majora's Mask, Mond oder all das oder eben der Toy Story Rex, ne? Du kommst einfach nicht hinterher, wenn du das alles irgendwie erwähnen willst. Fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann entstanden dann die Homo Sapien. Sie fingen an mit einfachen Werkzeugen, fanden dann aber wertvolle Und Minecraft Materialien mag auf er. der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind ausgebrochen, weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Ja, klar. Wait, the earth is flat. Always Chewie! Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Die Erde ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. It's not spherical. It was isn't ich mich, ne, also jetzt mal grundtechnisch gefragt. Wenn man sich eine flache Erde vorstellt und die sieht ungefähr so aus, ne, und da fällt was runter, wohin fällt man denn dann runter? Also man glaubt dann auch nicht an Gravitation, okay? Das heißt, wo ist denn der Boden, wo du runterfällst? Fällst du unendlich? Das wäre ja unangenehm. Aber ja, das ist so sinnlos, weil wenn du an die flache Erde glaubst, dann glaub doch wenigstens, dass die Erdmasse unendlich ist. Versteht ihr? Es ist zwar von Eis umgeben, unendliches Eis drumherum. Aber warum schwebt man dann als Brocken im Weltall? Das muss ja gar nicht sein. Versteht ihr? Offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. It's not spherical. It is in fact Original-Footage Mario-shaped. von Jesus. Become a Mario-Earther today. Die Erde ist ein Globus, ein Fakt, den 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer Erde gibt es ein paar Leute. Erde ist ein Globus? Ich dachte, ein Globus ist ein Abbild der Erde. Die Erde ist übrigens auch nicht rund. Die ist eierförmig. Die ist nicht ganz, ne? Die eiert ein bisschen. Die ist nicht komplett rund wie ein perfekter Ball. Die ein bisschen weitergehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun, es wäre jetzt ziemlich simpel, sich einfach über ein paar dumme Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen, denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie als einfach nur ein paar moderne Menschen mit Aluhüten. Use kids to commit your crimes. Denn die Ungewissheit über die Form der Erde findet seinen Ursprung schon vor Tausenden von Jahren, genau genommen im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der
der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen, gegenseitig in die Augen starren mussten. Warum zeichnen wir uns nicht einfach auf irgendwelche alten Keramikvasen und lassen Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten? Hey, das ist mein Opa. Gib ihn her. Ach, fick dich, Schlampe. Okay, stell dir vor, du bist ein antiker Grieche, machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, kommt dir die Frage: Hey, wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay, anscheinend irgendwo in Griechenland, denn alle haben so coole, lange und graue Bärte, bauen Statuen von sich selber und haben unfassbar coole Namen, die alle auf Totales enden. Aber worauf genau stehe ich? Auf Bilder! Einem Würfel? Einem riesigen Elefanten? Gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar. Wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer flach. Okay, ich habe genug gesehen, die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich! Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule... Dann wisst ihr doch, dass ihr nur noch 500 Jahre warten müsst, um es herauszufinden. Ja, die Zählung ist, glaube ich, erst seit dem Jahr 1500 noch was der Fall. Die haben zurückgerechnet bis zum Jesus. Und das ist wieder eine andere Geschichte, ob man die Bibel glauben möchte. Aber jedenfalls, die Zeitrechnung funktioniert dementsprechend. Und die gibt's halt erst seit 1500 noch was. Just saying. Vielleicht lässt sich in ein paar hundert Jahren wieder jemand was Neues einfallen. Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras von Samos. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Er sprach zu den Menschen: Wenn der Mond rund ist, dann sind wir auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund. Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne von verschiedenen Orten auf unserer Erde? Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Und das klang für die anderen auch ziemlich plausibel und ab da war die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Grieche aus einer hinteren Ecke heraus und fing wütend an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und einen genauso schönen Bart bekam wie die anderen auch. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man lernt ihr noch was, irgendwo in der Nähe einer Stadt in Südägypten um genau 12 Uhr bei der Wobi-Waba-Wüste dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten Mythologie oder ist es vielleicht Wissenschaft? Wahrscheinlich zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an beiden Orten unterschiedliche Schatten anzeigen, kann die Erde logischerweise nicht flach sein, sondern ist sie eine runde und dicke Kugel. Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten Jahrtausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei man dazu erwähnen muss, dass es natürlich noch ein paar Ausreißer-Kollegen gab. Denn dieser Franzose aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt. Lass mich nur noch eine kleine Änderung. Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's givable. Ein Hawaiianer, der sich einfach ein paar Kontinente dazu gedichtet hat, weil wieso auch nicht? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich um. Ach, da ist er! Super. Ein Doktor aus dem 19. Unsere Freunde, die Frankfurter, ne? Die Nachbarn. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kuhle und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das klingt ziemlich legit. Doch spätestens ab dem ersten gebauten Globus von Martin Beheim kam keiner mehr auf die Idee. Alter, bei uns gibt's die Martin Beheim-Schule. An einer runden Erde zu zweifeln. Nicht mal im Mittelalter, also zu einer Zeit, als die Leute noch random Frauen verbrannten, weil sie dachten, sie wären Hexen mit magischen Fähigkeiten, die auf Zauberwesen fliegen. Was außer Hexen kann sonst noch brennen? Noch
noch mehr Hexen! Selbst dort wurdest du ausgelacht, wenn du auf einer Burgfeier gesagt hast, dass die Erde flach sei. Du Trottel! Warum hören wir dann heute noch regelmäßig von dieser flachen Erde? Wie kann es sein, dass heute statistisch mehr Leute an eine flache Erde glauben, als es Menschen vor Tausenden von Jahren getan haben? Die Antwort ist leicht. Es ist die Schuld vom Internet. Okay, es ist 2015. Das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slender. Alter, das war einfach das verdammte Kleid. Okay, es ist 2015. Das Internet. Ist es blau mit schwarz oder gold mit weiß? Das macht mich auch schon wieder fertig, wenn ich das sehe. Ja, Internet. Nee, es ist nicht die Schuld des Internets, sondern dass sich mehr Leute im Internet trauen, ihre komischsten Meinungen zum Besten zu geben und zu verbreiten. Ja gut, vielleicht deswegen auch, ne? Boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. Shrek tritt die Tür auf. Lustige Videos auf Wein. Oh, baby, it's Ripple. Und plötzlich gibt es einen riesigen Vorteil. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet stellen und hochladen. Der Nachteil an der ganzen Sache: Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet. Australia does not exist. Zebras sind keine echten Tiere, sondern wurden einfach irgendwann erfunden. Seid ihr bereit, die rote Pille zu nehmen und eure Sicht auf die Welt danach für immer zu verändern? Ich denke darüber nach. Die meint bestimmt, dass irgendwie Pferde irgendwie gekreuzt wurden und hast du nicht gesehen, bis so eine Zebraform entstanden ist. Und naja, das kann man auch irgendwie Evolution nennen, oder? Aber dann, Zebras sind immer noch Zebras, die existieren ja. Ich habe schon welche gesehen im Zoo. Ändern, wenn die Erde wirklich rund ist. Warum fahren Autos dann so und nicht so? Wenn die Erde rund ist, erklärt mir das hier. Guckt durch ein Teleskop und zoomt ganz weit rein und langsam aber sicher erscheint die Minecraft World Border Textur. If the Earth isn't flat, explain this. Außerdem, wenn die Sonne ein Stern ist, warum sieht sie dann nicht so aus? Ist das hier etwa ein sehr seriöses Foto, auf dem die NASA gerade die Sonne wegtransportiert? Altes Nintendo-Spiel sorgt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Flache-Erde-Theorie. Gravitation? Was? Wie bitte? Wenn Isaac Newton so schwach war, warum ist er dann tot? Hier zeigt ein Astronaut, wie man seine Haare im All wäscht. Er hat aber gar keine Haare. Okay, mal die ganzen Jokes beiseite. Das ist echt gruselig. Wirklich Menschen, die an eine flache Erde glauben. 1, 2, 3! We are crazy! First rule of Flat Club is you don't talk about Flat Club. Look something like this. And the Earth is... flat. Flat. The Earth is flat. Hat sich jetzt gezeigt? Die Erde ist eine Scheibe. Laut einer Studie aus 2018, der Harald Lesch, der meint das aber nicht so. 84% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei. Heißt, du wirst regelmäßig im Supermarkt mit mindestens einer Person an der Kasse stehen, die wirklich glaubt, dass die Erde flach ist. Die Welt ist eine Kugel, aber die Experimente sagen genau das Gegenteil. Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34%, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals, der nicht... Das glaube ich nicht. Erstens mal andere Kulturen, ne? Was ist mit den Menschen, die nicht so richtig Zugang zum Internet haben, mit ärmeren afrikanischen Ländern? Machen die sich überhaupt Gedanken, ob die Erde... Es gibt ja diese Buschvölker, Dörfer, gibt es immer noch teilweise... die nicht mal wissen, was ein Flugzeug ist oder ein Helikopter, und die werfen dann mit Speeren und Pfeilen nach dir. Wurden die auch gefragt? Wer wurde gefragt? Wurde ich gefragt? An die runde Form der Erde glaubt. Denn die Welt ist eine Scheibe, die besteht wiederum aus Atombomben. Brasilien, ein Land mit 7% Flat-Earthern, by the way, hat sogar einen ganzen Fußballverein, der leidenschaftlich an eine flache Erde glaubt. Und jetzt stellt euch einfach vor, ihr tretet gegen eine Fußballmannschaft an und eure Gegner glauben einfach daran, dass die Erde flach ist. Enter the box, Willingham shoots, goal!
Seit dem Internet boomt der Glaube an eine flache Erde so stark wie noch niemals zuvor. Und sie halten nicht damit zurück, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. The Earth is flat! Anyone ever told you the Earth is flat? Eine ganze Convention nur für Leute, die an eine flache Erde glauben. Dating-Seiten, es gibt so viele, die damit Geld machen, ne? Autokennzeichen und Autobemalung. Facebook-Gruppen. Natürlich gibt es Verschwörungs-Flat-Earth-Facebook-Gruppen. Ich werde mich jetzt erschießen. Flat-Earth-Bücher zum Weiterentwickeln bzw. zurückentwickeln. Go back, I want to be monkey! You wanna hear some Flat-Earth-Music? Next level, ice cold, flat earth model on my bezel. Shut the fuck up. Diese Menschen scheinen ziemlich überzeugt von der Idee und sie sagen das nicht einfach nur so, sondern belegen das auch mit ihrer Wissenschaft, langen Internetseiten und sehr, 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 sehr vielen YouTube-Videos. You know that the earth is flat. I've watched over 50 hours of video. 2015 war das Jahr, in dem die Theorie der flachen Erde ein richtiges Comeback feiern durfte. Also ein Comeback nach 2500 Jahren. Und mit welchen genialen Behauptungen sie so an den Start kommen, das erfahrt ihr nach der Werbung. Hey Leute, willkommen. War das wirklich kein Ding vorher? Ich weiß nicht, ich dachte, ich wäre einfach zu jung gewesen. Hat in meiner Kindheit, in den 90ern, 2000ern, hat da keiner großartig gesagt? Ja, das ist eine Scheibe. Das wurde zumindest erwähnt. Ich glaube nicht, dass es groß ein Umdenken gab, dass mehr Leute auf einmal daran geglaubt haben. Product Placement. Und zu meinem Minecraft Let's Play. Honkai Star Rail ist ein von Chinesen gemachtes Spiel mit ganz schön viel Hack und Slay und Slash, Auto-Tool und dem gewalttätigen Umgang mit Anime-Kindern. Vergiss normale Waffen. In diesem Spiel sind deine einzigen Waffen riesige Hühnchen, ein XXL-Gitarrenkoffer, ein Pizzaschneidemesser und die gemeinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weebs. Lesbische Frauen. In der intergalaktischen Anime-Welt, größer als die kleinste Stadt in Baden-Württemberg, kämpfst du gegen eine Müllschonne, dem und... Wofür macht der Werbung? Galaxy Star Rail, ja? ...fassbar starkem Drang, Geld auszugeben und den gefährlichen Cosplay-Gegnern der Hauptschulen-Anime-AG der 11. Klasse. Stell dir ein Team zusammen aus schizophrenen und mental instabilen Anime-Waifus. Wow, warum habe ich auf einmal 9 Reddit-Tabs auf? Wow, diese Naruto-Episode habe ich aber anders in Erinnerung. Mit dem neuen Charakter Archeron und ihrem riesigen XXL-Katana kämpfst du deine Gegner wie Zorro aus One Piece. Nur in deutlich cooler, kannst neue Freundschaften schließen, philosophische Diskussionen führen und deine Gegner auf schmerzhafte... Muss ja Epileptiker-Gefahr ausrufen hier bei dem Placement. Was denn los? Ich hoffe, das Rest des Videos ist nicht so geschnitten, oder? Weise nach Argentinien vaporisieren. Außerdem ein neues Update mit Cocktail, ein Teammates heilendes Soda-Getränk. Bitte registriert euch über den Link in der Videobeschreibung und helft mir dabei, unendliches Leben sowie unfassbar viel Reichtum zu erlangen, um Frankreich zu stürzen. Es würde dem Kanal sehr helfen und ihr kriegt 50 Stellare Jade umsonst obendrauf. Werbung Ende. Okay, also laut den Flat-Earthern leben wir auf einer runden und riesigen Scheibe. Die Scheibe ist von einer gigantischen Kuppel umgeben, wie eine Art Glasschicht, durch die die Menschen nicht durchgehen. Ja, Sims ist der mein Film. Mein Gott, ich bin außerhalb der Kuppel! Frische Luft! Die Sonne und der Mond, welche sich beide innerhalb der Kuppel befinden, kreisen über wie dumm. Uns am Himmel umher und erzeugen in riesigen, runden Bewegungen den Tag- und Nachtrhythmus, so wie wir ihn kennen. This was taken in Egypt. At midnight. You can see the sun and the moon together. That is a picture from Star Wars. Bilder von der runden Erde, so wie sie uns bekannt Liebes, wenn ist, Leute werden exposed von der werden. Regierung gefaked und alle möglichen Parteien sind mit involviert. The Illuminati or the Bilderbergs. The Jesuits, the Freemasons. Or the Trilateral Commission. The Rockefellers or say it's the Illuminati. It's probably all of them. Satan. NASA, of course. CIA. CIA. KGB. CCP. RPG! Weltraum-Footage wird in Hollywood-Studios seit Jahren mit CGI und Greenscreens gefaked, wo es auch schlagfertige Beweise für gibt, wie zum Beispiel rote Kreise auf Bilder mit schlechter Auflösung. Photoshop, CGI and paintings. Are you a scientist? Yes, I have a 4-year degree in flat earth education. From where? From myself. You gave it to yourself. Die Herangehensweise der meisten Flacherdler ist diätetik, also nur auf das zu vertrauen, was man auch mit dem eigenen Auge. Das meinen so Leute auch nicht ernst, ne? Also so welche wie die eben, ne? Die das auch noch aus voller Überzeugung sagt, so geistig gestört
bist du ja nicht. Das ist ja eine Rolle, das ist ja Spaß. Sehen und wahrnehmen kann. Who do you think took this photo? You know, I didn't take it myself, so unless I took it myself, I can't say I know it's a real photo. Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid. Rock solid. Heißt, man guckt in den Horizont und die Erde ist flach. Man steigt in ein Flugzeug, guckt raus, die Erde ist flach. Jedenfalls, wenn man mit einem ganz bestimmten, spezifischen Kameramodell filmt. Nikon P900 or even the Nikon P1000? Yeah, this is the P1000, this is the P900. I like the P900 or the P1000. Man guckt sich mit einer Lupe ganz nah einen Basketball an, heißt, logischerweise ist er flach. Oh. Okay, aber dieser Burger hier wird doch genauso groß sein wie das Auto, was da steht, oder? Der Löffel im Glas schneidet sich beim Betreten des Wassers in zwei Hälften, oder? Ich denke, ihr versteht das Problem. We don't fly off the spinning globe because it's not spinning. Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste. Toilet water is not flying out on people in Australia because of gravity. Well, hello. It doesn't fly out of the toilet because water seeks its level. Skip it up and down. Because the water. Was ist deine Erklärung? Die Erde muss flach sein, weil Flugzeuge, wenn sie auf Benjo dem Weg zur Südhalbkugel wären, gerade nach unten fliegen müssten. Und das würde man in einem Flugzeug sitzen auf jeden Fall merken. To Melbourne for a cup of Cheeto with Abrigo. I didn't do any nosedives because I know if the lady let go of the trolley at the back of the aeroplane, checkmate. Game's over. World's flat. Die Erde ist flach, weil wir angeblich sonst so zur Arbeit gehen müssten und Schiffe auf der unteren Seite der Erde kopfüber fahren würden. Hey yo, what the fuck? Electromagnetic energy. Dass es Leute glauben, hat nur damit zu tun, weil wir das nicht sehen können, weil wir so klein sind. Ja, ich sag mal, eine Ameise auf einem Ameisenhügel sieht auch nicht, dass in welchem Bundesland sie sich befindet. Ja, die können nicht so weit rausgucken. Energy, not gravity at all. Gravity is a deception. Dieser Mann formuliert an seiner dreckigen Schranktür, dass die Erde flach sein muss, weil Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden. Die stehen hier. Oh Mann. Guy thinks buildings are thousands of kilometers long. Ja. Laut diesem Bild ist die Erde flach. Denn wenn dieser Helikopter für 12 Stunden in der Luft stehen bleiben würde, er doch eigentlich auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen sollte. Es gibt keine Gravitation. Bis heute nicht. Das musst du mir erklären. Klingt interessant. Kein Bock. Hier hat eine Rakete angeblich die Kuppel getroffen. Die NASA traut sich nicht aus dem Weltall an Australien ran zu zoomen, weil sie sonst bestätigen würde, dass in Australien alles auf dem Kopf steht. Viele Flacherdler kommen auch aus dem christlichen Bereich, weil sich in manche Bibelpassagen eine Flacherde rein interpretieren lässt. Was auch der Grund ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte. Was leider auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine Meere spalten kann. Hey, was machst du da? Die naheliegendste Frage bei der ganzen Sache bleibt natürlich noch offen. Wo ist der Abgrund? Die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass die Erde von einer riesigen Eismauer umgeben ist, so etwa wie die aus Game of Thrones, nur dass die Eismauer von der Regierung bewacht wird und jeder, der sich auch ihr nur 100 Meter nähert, gnadenlos erschossen wird. What's to the edge? Well, they don't let us necessarily go there. Enormous 200-foot ice wall holding the oceans in level and flat. The North Pole is actually in the center of the flat disk. Das ist immer noch das beste Argument, was die liefern können. Ist immer noch kein gutes Argument, ist immer noch Quatsch, aber ne, sag mal, wir selbst gehen nicht über die Antarktis hinaus, ne? Wir würden dann schnell rückwärts wieder zurück auf unserem Boot schippern, aber ja. Does that make sense? LOL. Eine Bibelstelle, in der steht, dass bewaffnete CIA-Agenten der Regierung mit einer AK-47 am Eisrand stehen, um die Menschen daran zu hindern, den Abgrund der flachen Erde zu entdecken, habe ich leider... Ja, aber wenn die doch da runterspringen wollen, lass sie doch runterspringen, was juckt das? Warum sollte man das denn bewachen?
nicht gefunden. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my... Die Menschheit verarscht mit Geschichten über den sogenannten Südpol oder Expeditionen zum angeblichen Südpol gemacht. Alles Bullshit, weil es keinen Südpol gibt, der unten an einer idiotischen Kugel kleben soll. Vater, hast du wieder deine Pillen nicht genommen? Und wenn man sich ein wenig mit den Theorien der Flacherdler beschäftigt, merkt man, dass die meisten selber nicht so wirklich wissen, wie denn jetzt eine genaue Karte der flachen Erde aussieht. This thing right here, that's what makes this community different. In dieser Flat Earth-Version gibt es nicht mal einen Eisrand, was wahrscheinlich die regelmäßig verschwindenden Fischerboote im Bermuda-Dreieck erklärt. It goes down. It don't. It goes down. It goes down. No, it don't. Oh! Brasilianische Flat Earth-Forscher haben nach jahrelangem wissenschaftlichem Arbeiten dieses Modell von der Erde in die Welt gesetzt und anscheinend ist rechts noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung, was auch immer, an geheimen Experimenten dieses Modell. Ja, aber warum? Wie kommt man denn auf die Idee jetzt? Ist ja totaler Quatsch. Ach, komm. Modell von der Erde in die Welt gesetzt und anscheinend ist rechts noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung was auch immer an geheimen Experimenten durchführt. Na endlich, ein Toast, der immer auf die richtige Seite fällt. The whole thing is Gaia, but the top is Atlantis. In dieser Karte gibt es eine riesige schwarze Sonne, die Erde von unten anscheint. Three suns, three moons, with Mercury in the middle, acting as both a sun and a moon. Dieses Modell besitzt nur einen einzigen riesigen Kontinent. Ein Modell, auf dem die Hälfte der Modell besitzt nur einen... Was stimmt an diesem Bild nicht? Wir haben drei... Staatschefs, die Jahre, gar Jahrzehnte lang über ihr Land regieren und ich glaube innerhalb des Landes von der Bevölkerung geschätzt werden und eine Person, die nicht von der Bevölkerung geschätzt wird, über das es regiert und auch nur für 4 Jahre. Freunde, nächstes Jahr ist wieder Bundestagswahl. Freut euch auf Friedrich Merz oder Markus Söder oder Alice Weidel. Wird nicht besser. Einzigen riesigen Kontinent. Lassen wir das. Ein Modell, auf dem die Hälfte der ganzen Weltpopulation einfach fehlt. Und dieser Ersteller hat auf jeden Fall ein paar Substanzen zu viel zu sich genommen, bevor die wollen kreativ sein. Ja. Sutala loca, atala loca, jambudvipa, ocean of milk. 3, 2. Laut diesem Modell ist über der großen Kuppel einfach ein enorm riesiges Wasserbecken und klar, seht ihr auch am Himmel die ganzen schwimmenden Haie. You're gonna go through the water beyond the firmament in a submarine. Ich wollte schon sagen, ne? Ich hab nur drauf gewartet. Die Titan. Ja, das macht noch weniger Sinn, weil wie viel Wasser sollen das da sein? Ich meine, der Wasserdruck und die Kuppel, Mensch, da hätten wir ganz schön Probleme. Viele Leute glauben auch, dass es über der großen Eismauer hinaus eine weitere, riesige Welt gibt, die uns normalen Menschen noch verwehrt bleibt. What if there's other civilizations here? What if these are where the controllers of the world live? Okay? What if... Zum Beispiel die große Eisballtheorie, also die flache Erde auf einer riesigen, runden Eiskugel. Und ich glaube, Eisballtheorie... Ja, aber... Also die flache Erde... Da bist du doch trotzdem wieder bei der Kugel. War jetzt nicht die Idee... Ach komm, das ist doch alles so ein Quatsch, Alter! Warum? Wie? Auf einer riesigen, runden Eiskugel. Und ich glaube, das ist so etwas wie ein Friedensangebot zwischen Flat-Earthern und dem Rest der vernünftig denkenden Menschheit. Some of us think that there's other lands that they're hiding from us. And that could be very well that they've discovered these other lands and they just don't want us to know about it. Wusstet ihr, dass unsere Welt nur eine von vielen in einem großen und heiligen Weltenkomplex ist? Right there. These are other ponds with their own suns. Keine Ahnung, warum auf dieser Karte die Isis einen Kontinent bekommen hat, heißt aber wahrscheinlich nichts Gutes. In der Mitte vom heiligen Karussellozean gibt es einen riesigen schwebenden Kontinent wie bei Fuck. Keine Ahnung, manche machen halt irgendwie die Zelda-Map oder Westeros und... Ja, manche versuchen so, das nutzt eure Kreativität und Fantasie doch für was Sinnvolles. Und nicht für etwas, weißt du, wenn du das irgendwie als ein Fantasy-Roman verkaufst, dann könnte man das ja irgendwie glauben, ne, oder damit unterhalten werden. Aber so halt nicht alle nur für Idioten, ne? Sorry.
fucking Avatar oder diesem Ghibli-Kinderfilm, auf dem antike, laserschießende FBI-Roboter gehortet werden. Auf diesem Kontinent leben Harpien, die wahrscheinlich ziemlich coolen Loot droppen werden, wenn man einen von ihnen tötet. Der Wald der Giganten, vor dem man lieber Abstand halten sollte. Natürlich aber auch bekannte Namen wie Atlantis, der Garten von Eden, das große Imperium Asgard oder Cocaine mit schlechter Rechtschreibung. Und wenn ich mir diese riesigen Karten genauer angucke, muss ich wirklich sagen, die Konzepte sind wirklich, wirklich cool. Ich meine, ein Kontinent hinter der Eismauer in Form einer riesigen Schlange? Ich würde mich darüber freuen. Einmal nach Jotunheim, bitte. Vielleicht gibt es hinter der Eismauer auch einen zweiten Eiffelturm, der auf einem riesigen Frosch steht, oder ein zweites Berlin. Wobei, das wäre nicht wirklich cool, das wäre grausam. Ich würde gerne in einer Welt leben wie bei Attack on Titan und hinter der riesigen Mauer aus Eis irgendwelche coolen neuen Technologien entdecken, vielleicht ohne dabei von einem Titan gegessen zu werden. Hidden lands beyond the ice walls. Um die anderen Kontinente freizuschalten, müsst ihr erstmal Level 120 erreichen. Ein Land voller McFlurry-Maschinen, die niemals kaputt gehen und immer funktionieren. Was? Stell dich mal vor, man würde wirklich andere Länder erschließen, andere Kontinente. Wie schnell das, naja, wenn da noch nichts ist, ne, wie schnell das industrialisiert werden würde oder wie schnell man, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, ja, die Mac ist drauf baut, ne? Kommt als nächstes die Season 7 Fortnite-Map. Oder... Babe, wake up, Flat Earth just got an expansion pack. Und ja, es gibt tatsächlich in der Antarktis eine riesige Eismauer, doch wenn du diese passieren würdest, würdest du irgendwann in Mecklenburg-Vorpommern wieder rauskommen. Und wenn euch diese ganzen Fakten nicht überzeugt haben und ihr euch doch für die blaue und ernüchternde runde Erdepille entschieden habt, dann habt ihr das Glück, jetzt ein paar neue Erkenntnisse der Wissenschaft zu genießen. Die Erde ist rund, weil Schiffe auf dem Meer, je weiter sie wegfahren, wegen der Erdkrümmung, das kann man ja sehen, aber sicher am Horizont verschwinden. Hilfe! Wir ertrinken! Warum hilft uns denn niemand? Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag aufs Neue in wunderschönen Farben langsam die Nacht einläutet. Läutet. Oh nein, ich ertrinke. Wie funktionieren Flüge auf einer flachen Erde? Ich meine, wisst ihr noch damals, als Japan Pearl Harbor angegriffen hat und tagelang erstmal um die komplette flache Erde herumfliegen musste? Wir sehen von jedem Ort der Erde alle die gleiche Seite vom Mond, was auf einer flachen Erde wegen der Perspektive offensichtlich nicht funktionieren würde. Wait, what? Die Erde ist rund, weil man von verschiedenen Orten unserer Welt in der Nacht unterschiedliche Sternformationen sieht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas, was man schon mit 12 Jahren weiß. Wie soll NASA bitteschön die Videos vom All und der Mondlandung mit CGI gefaked haben? CGI Image. Wenn CGI vor 50 Jahren so aussah. Besser als ich erwartet hätte für 1980. CGI. Mondlandung ist wieder was anderes, ne? Also, dass sie da gefaked haben, ich leg mich da auch nicht fest, aber halte ich für denkbarer als die flache Erde-Theorie. Also, weiß nicht, ne? Aber habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Habe ich jetzt auch keine Lust dazu. Die Erde ist... Nicht mit CGI, sondern, weiß ich was, was weiß ich? In einem Studio. Und weil ich sag nur, ich schließe es nicht aus, Freunde. Es ein Video gibt, wo Tom Scott ein Brot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Sometimes it's okay to cause a little bit of drama. Ja, mit der eigenen Drohne in der Theorie, ne? Wenn du eine richtig gute Drohne hast, weil die meisten stürzen dann ab. Aber eine richtig gute Drohne. It caused the worst nuclear accident in humanity's history. I offer 3 bitcoins for 1 globe proof. Und wisst ihr, wie es heutzutage auch ganz einfach nachzuvollziehen ist? Einfach durch das Internet auch tatsächlich. Wenn wir, sag ich mal ganz einfach, deutsche Streamer oder europäische Streamer sind auf Twitch online und zocken, ne? Allein die Zeitzonen, wisst ihr, wie ich meine? Man zockt
und es ist schon dunkel draußen und man wechselt zu einem amerikanischen Streamer, das noch hell draußen. Es ist einfach, wie soll ich sagen, ist das nicht proof genug irgendwie so? Wisst ihr, wie ich meine? Zur selben Zeit, Nintendo Direct, 16 Uhr und naja, alle auf der Welt reagieren gleichzeitig drauf, auch wenn es andere Uhrzeiten sind, andere Sonnenstände, weil die Erde ja rund ist. Nehmen wir jetzt mal an, wir könnten uns ein Universum angucken, in dem unsere Erde... Also ich bin offen für vieles, ne? Also auch so Alien-Scheiß und Zeitreisen-Scheiß höre ich mir gerne an, ja? Da gehe ich auch gerne rein in den Lachs, aber das ist halt einfach nur... sinnbefreit. ...wirklich flach ist. Wir würden bei einer Mondfinsternis das hier sehen, oder das hier, oder das hier, je nach Interpretation, wie unsere Welt letztendlich geformt ist. Während des Tagesrhythmus würde man zu jeder Zeit die Sonne über der Erde herumkreisen sehen, heißt aber auch, dass man kein Auge zukriegen würde, weil wir durch eine von oben scheinende Sonne den ganzen Tag lang Lichteinstrahlung genießen dürften. No, at night the lamp turns off. Das Zentrum. Ja, das geht ja nicht, weil, was ich eben beschrieben habe, ne? Um der Gravitation wäre bei einer flachen Erde genau hier. Heißt, alles würde zur Mitte gezogen werden. Der Regen, der einem frontal entgegenkommt. Bäume, die schief auf der Oberfläche wachsen. Wasser wäre primär nur in der Mitte der Scheibe aufzufinden. Und je weiter du von dieser weggehst, desto stärker wird die Gravitation. Heißt, je näher du an den mit NASA-Turrets bewachten Eisrand kommst, desto eher hast du das Gefühl, dass sich eine riesige Kraft... Nee, Flat Earther glauben ja auch nicht an Gravitation in dem Sinne, also, ja. ...wieder zurückzieht. What if gravity isn't real? Wir müssten also alle sehr zentral leben, mitsamt der gesamten Masse des Ozeans, welcher schlagartig zum Zentrum fließen würde. Oder wir bauen Häuser auf der Kante der Erde, weil da die Gravitation halbwegs aushaltbar ist. Wobei das Ganze eh obsolet wäre, weil die Erde sich in so einer Form ziemlich schnell von alleine zerstören würde. Wenn die Erde flach wäre, würden diese Leute hier... an eine runde Erde glauben. My uncle one time, he got in his boat, and I swear to fucking God, we never saw that motherfucker again. And I believe, personally, that he sailed off the edge of the earth. Kurz mal Zigaretten holen. Und wie findet man am ehesten raus, ob die Erde rund oder flach ist, wenn man jegliche Art von Beweisen der Wissenschaft empirisch ablehnt? Man muss es selber testen. Das Experiment der Flacherdler war simpel. Man nehme zwei große Holzbretter und stellt sie auf einen langen und geraden Fluss, beide versehen mit jeweils einem Loch. In der Nacht projiziert man ein helles Licht durch die beiden Löcher, welches kilometerweit entfernt dann, sollte die Erde flach sein, auf der perfekt gleichen Höhe wieder rauskommen sollte. Sollte die Erde jedoch rund sein, müsste man das Licht höher halten und die Kamera könnte nur dann den hellen Lichtstrahl einfangen. We don't see you, Enrique. Lift up your light away. Above your head. Interesting. Das ist das Geilste. Wenn Flat Earther Experimente machen, um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist, nur um dann festzustellen, dass sie rund ist. Dass sie eine, ihr wisst schon, nicht ist. Nicht ganz rund, nicht glatt wie ein Ball, aber... Ja. Im Jahre 400 vor Christus. Geschweige dem Fakt, dass manche Leute schon während des Experimentes abgehauen sind oder dass sie in einem flache Erde-Experiment bewiesen haben, dass die Erde rund ist, war dieser Test längst nicht das erste Experiment, was die Flacherdler auf die Beine gestellt haben. In einer Reportage wurde vor den Augen von Flat-Earthern ein Boot mit den logischerweise Stück für Stück verschwindenden Linien langsam in den Horizont gesegelt. What we're seeing is actually real. You think it's because of heat? Oh, absolutely heat. Does anyone here in Flat Earth believe it's a globe? It's still flat. Anyone, raise a hand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Really Flat Earther haben auch mehrfach angekündigt, einen Antarktis-Trip zu machen, um sich selber von der riesigen NASA-Eismauer-Verschwörung zu überzeugen. So this is the edge of the world I was talking about. Doch wurde das Projekt aufgrund fehlender Spenden auf Eis gelegt. Yo!
Mit solchen Leuten zu diskutieren ist ungefähr so, als würde man mit einer Taube Schach spielen, außer, dass die Taube nach 2 Zügen anfängt, auf das Brett zu kacken, wegfliegt und all ihren Freunden erzählt, dass sie das Spiel gewonnen hat. Gravity is just an anecdotal wet dream of Isaac Newton. You can't even prove that it exists, and that proves that it doesn't exist. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einen Flat Earther ins All schicken würde und er sich somit mit seinen eigenen Augen von der runden Erde überzeugen kann. Oh Gott, die NASA hat meine Augen geeckt. Und so eine ähnliche Idee hatte genau dieser Mann hier. Das hier ist Mike Hughes, auch genannt Mad Mike. Kann ich nicht. The edge, which keeps all the oceans in, is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. Yesterday, the sun and the moon was in the sky at the same time. Which is not possible, in my belief, on a globe. Der Name Mad Mike kommt wahrscheinlich daher, weil er auf die geniale Idee kam, sich selber mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. I bet you've never seen the face of a sexually satisfied woman burn! Von den Medien wird er als Verschwörungstheoretiker und naiver Flacherdler betitelt. He might just be crazy. Die einfach meisten machen sich über ihn lustig. Doch mithilfe von Spenden der Flat Earth Community wollte er eine Rakete konzipieren, die die Leute vom Gegenteil überzeugen sollte. Mad Mike wollte sich selber ins All schießen. Oh shit, was eine selbstgebaute. Nun, abgesehen davon, dass man mit einer selbstgebauten Rakete niemals so hoch kommen könnte, um die Erdkrümmung zu sehen, kann es sein, dass Mad Mike ein sehr ausgeprägtes Raketenhobby hatte und um seine teure Freizeitbeschäftigung auszuführen, sich als ein Flat Earther ausgegeben hat, um Spenden für seine Raketen zu bekommen. Das ist eine Idee. I believe you don't believe that. And you just want a free trip to space. A lot of people think that, you know. Uh-huh. What's that got to do with the flat earth? Nothing. Nothing. Dann musste er in ein paar Interviews noch ein bisschen schauspielern, ein flache Erde-Schild auf seinen Truck kleben, ein bisschen auf den Conventions rumalbern und voila. Tja, lebt seinen Traum, wa? Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketenstart beim Aufprall tödlich verunglückt und bleibt seitdem als legendärer Madman in Erinnerung. Die Flat Earth Community und alle ähnlichen Gruppen, die sich sonst noch so im Internet finden lassen, lassen sich in genau 5 verschiedene Camps aufteilen. Why would they want to fool you into thinking the Earth is round? I don't know. And that's why it's so scary. Als erstes gibt es die mental Instabilen. Sie bilden die Basis der Flat Earth Community. Ihre größte Eigenschaft ist, dass sie nicht nur an eine flache Erde glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. That's Flat Gang, baby. Flat Gang? Yeah, Flat Gang, all the way. That's flat. Adolf Hitler, they have reincarnated him. He has been cloned. Well, mine, I'm fine. Escalated quickly. Es sind die, die wirklich aus tiefster Überzeugung an eine flache Erde glauben. Was hatte das jetzt damit zu tun? In irgendeiner Weise besonders oder Teil einer größeren Community fühlen wollen. This is the biggest conspiracy of all. So sehr gefangen in Verschwörungstheorien, dass sie sich über die Jahre sozial abgeschottet und isoliert haben, weil sie glauben, sie würden als Einziger verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. I've lost family members who want bisschen wie mit Corona, ne? Me, because of my belief. My 18-year marriage ended as a result. I see. And I'm a highly intelligent person. No longer speak to my parents, my brother. Eine Familiendiskussion an einem Lagerfeuer im Garten über die flache Erde hat sich ziemlich hochgeschaukelt und der Flacherdler hat aus Wut einfach Möbel in das Feuer geworfen und das halbe Haus ist abgebrannt. I'm not ashamed.
Dann gibt wenn es du schon so weit Händler. Bist, ne? Es ist die Gruppe von Menschen, die auf verschiedene Weise Profit aus der Flat Earth Community herausschlägt. Flacherdler Chris verdient hier zwischen 300 und 700 Dollar mit jeder seiner Globus-Alternativen. Seien es selbstgebaute und beleuchtete Flat Earth Modelle, T-Shirts mit einer flachen Erde oder ähnlichem drauf, mit denen man sich dann vor anderen Menschen blamieren kann. Flat Earth Watch. I mean, seriously, Flat Earth can be put on anything. The Flat Earth Beef Jerky Soße oder überteuerte Tickets für Conventions, in denen man sich mit anderen Flat Earthern intellektuell austauschen kann. Matter of fact, I'll be the last man standing. Why you falling for that fake moon landing? NASA's been tricking us all. Gravity isn't a law. Ha, ha, your whole reality's flawed, thinking you spin on a ball. But, Shut the fuck up. Hey, die haben einfach unser deutsches Oktoberfest gestohlen und Flattoberfest draus gemacht. Hey, German food. German food? Yeah, we found German tourists. We're cooking them. Was kommt als nächstes? Ein Flat Earth Pizza Restaurant? Oh, ich meine, ist Pizza sonst nicht flach? Oder wie genau soll man das verstehen? Time to deliver a pizza ball! Was ist das denn? Natürlich gibt es auch noch die Trolle, die nicht mal ansatzweise an eine flache Erde glauben, aber sich immer wieder von der Idee amüsieren, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die die Form unserer Erde anzweifeln. The Earth is flat. Prove me wrong. Mountains. Ja, das jegliche sowieso. Communities im Internet, seien es Flat Earth Gruppen auf Discord, Subreddits oder Twitter Seiten, sind mittlerweile ein Sammelplatz für Memes über die flache Erde geworden. If the Earth is flat, explain it. Da es allein rein statistisch wirklich schwer ist, einen Flacherdler mal in seinem natürlichen Habitat zu entdecken. Selbst kleinere Gruppen und Communities wurden mit der Zeit langsam unterwandert von schaulustigen Abenteurern und Trollen, die einfach nur ein paar Flat Earther verarschen wollen. Mods are asleep. Upvote spherical Earth. Yeah! Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Ja, Mann. Ja, aber da ist auf einmal im Weltall wieder Gravitation. Man muss sich auch mal entscheiden. Die wissen ja nicht mal, für was sie sich entscheiden wollen, wisst ihr? Es sollte eine Reality-TV-Show geben, in der Flacherder das Ende der Welt suchen. Bruder, ich glaube, wir laufen im Kreis. Dreht sich die Flacherde einfach nur extrem schnell und erwirkt somit den Anschein, dass sie rund sei? Wenn die Erde flach wäre, würde es einen Russen geben, der Klimmzüge an der Kante der Erde machen würde. Oh shit. Oder die schon seit Jahren im Internet kursierenden Memes und Theorien darüber, welche Form die Erde denn noch so haben könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Mond eine Banane ist. Und natürlich die sehr kleine, aber niemals zu vergessene Flat Mars Society. Dazu gehören natürlich auch YouTuber und Schaulustige, die regelmäßig Flat Earth Conventions besuchen, um sich einen Spaß zu erlauben. I think I'm coming out of the Flat Earth closet. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Oder Stars, die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise doch flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Unterhalten oder flach? Weder noch. Oder Xavier Naidoo, der flache Erde-Propaganda in seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und ja, seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Xavier Naidoo, dann sowieso gibt es irgendwas komisches. Verschwörungstheoretiker. Also. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchem die anderen keinen Zugriff haben. Fake Evolution, you're researching vaccines, you're researching the cult. And, blood sacrifice and adrenochrome? In 99% der Fälle glauben Flat Earther auch daran, dass die Mondlandung gefaked war. Okay, Schnitt! Wow, Neil Armstrong! Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Dieser Flacherdler denkt, es wäre gesund, Sonic rohes Colors. Fleisch zu essen. Just like that. It's very delicious. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. Do you know they made up dinosaurs? What do you all think of the dinosaurs? Nazi propaganda. Die Evolutionstheorie. Ist die Antwort auf alles, ne? Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. A place called New Berlin, Antarctica. Australien existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. Also New Berlin. Wenn, dann hätte der das Germania genannt. How's it going, what?
Einer meint, es würde keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck? Ich meine, es sind Bäume. There are no forests on Earth. Eine flache Erde. Ich meine, ich habe schon mal einen Wald gesehen. Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet und ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd, dass ein riesiger, muskulöser Mann unsere Welt hält oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Is there anything that you don't think was an inside job? That's a tough one, you know. The Jews are in fucking, yeah, they freaking control all the of everything. I mean, if you, okay, 9/11, back to that. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry-Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Everybody has their own sun. What do you mean? Literally. What do you mean literally? Literally everybody has their own sun. It's not like a burning ball of gas or any of that bullshit. What is it? Yeah, it's what is the sun then? It's cold. The sun is cold. The sun is cold. Und ich mein, gesundes System. The sun is cold. Immer wenn die Sonne scheint, wird euch schlagartig kalt, ne? Kritik ist ja irgendwo nachvollziehbar. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte als wahr herausgestellt haben. Wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren. Dann gibt es noch die Flat Earth. Dann gibt es noch die Flat Earth Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. I was wondering, how high do you think the dome is? How old are you? 12. Good for you. Man sieht die gefühlt 5 gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über Flat Earther gedreht wird. Ganz vorne dabei Mark Sargent. You're one of the biggest dick swingers in the Flat Earth game. This is the dumbest shit I've ever heard in my life. Yeah. And your whole life is a lie. Well, I've heard that before. Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat Earth Community leben und Leute behandeln ihn wie ein Star. We're kind of the like father of this movement. How would you? Don't do that. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone ins All schießen und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh schon lange wissen, dass sie falsch sind. Ja. Aber trotzdem weitermachen. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth. I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of the... Der kann nicht mehr zurück. Wie gesagt, guck mal, die haben gesagt, er lebt davon. Also, was ist da los? Giant studio set. All the world's a stage and you're on it. Mark, do you really believe... Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Gibt eine wunderschöne South Park Folge darüber, dass einfach die Kreaturen von allen möglichen Planeten genommen wurden und auf einen Planeten, nämlich diesen, zusammengewürfelt werden. Es gibt ja quasi draußen irgendwo im Universum einen Katzenplanet, einen Vogelplanet, einen Fischeplanet und Menschenplanet. Und hier, wir sind quasi eine TV-Show und hier kommen alle Rassen zusammen und mal gucken, was draus wird. Ne? This stuff. Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter am Leben erhalten, würde auf einmal der komplette Freundeskreis verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man sich aufgehoben fühlt. Keine Leute, die Fotos mit einem machen wollen. Keine Fanartikel, die man überteuert verkaufen kann. Mark Sargent, der Mann, der stolz seinen eigenen Namen auf seinem T-Shirt trägt, müsste wieder bei seiner Mutter einziehen. Und so wird die Lüge zwanghaft weiter am Leben gehalten. Long live Flat Earth. Thank you. Es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Flat Earther sich öffentlich dazu bekennt hat, doch falsch zu liegen. I'm wrong. The Earth isn't flat. Und dieser wurde auf Reddit von den Leuten zu Recht wie ein Star gefeiert. Upgrades, people, upgrades! Und so ist die Flat Earth Community heute nur noch ein Auffangbecken für Verschwörungstheoretiker und Kleingeister geworden. Gesteuert von ein paar gerissenen Leuten, die wahrscheinlich schon längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Ja,
Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule, jetzt werden wir zu Hause unterrichtet. Schwerer Tobak, also wirklich, wenn man sich das überlegt, dass man da mit Menschen spricht, und das ist ja jetzt nicht nur diese große Familie gerade gewesen, das wirkt irgendwie ein bisschen wie Gehirnwäsche. Mittlerweile haben Flat Earther auch TikTok entdeckt und gemerkt, dass die jüngere Generation alles glaubt, sobald GTA 5 Gameplay in der unteren Hälfte des Bildschirmes läuft. Und so steigen auch die Suchanfragen auf TikTok über eine flache Erde so rasant an wie noch niemals zuvor. I appreciate your input, but please, fuck off! YouTube und andere Plattformen haben nach der Peak-Flat-Earth-Zeit aus 2016 angefangen, Videos, die eine flache Erde behandeln oder offensichtliche Verschwörungsgedanken beinhalten, mit einem Banner zu markieren, um irgendwie wieder gut zu machen, dass sie mit ihrer Plattform der Nährboden für Millionen heute existierende Flat-Earther waren. Und ich meine, irgendwo kann man den Gedankengang nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche abstrakten Sachen wie eine flache Erde existieren, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Alleine der Fakt, dass wir existieren, die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne hat, die richtige Größe, die richtige Masse, ein Magnetfeld, eine Atmosphäre und mehr besitzt, ist so unendlich klein. Ja, also ich will auch nicht ausschließen, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Ob das jetzt Aliens sind, ein Gott oder die Natur einfach ein unvorstellbares Wesen ist. Es sind so viele Zufälle, dass wir so existieren, wie wir existieren können, dass es echt wild ist, dass wir in diesem Mega-Zufall leben, der deutlich mehr als irgendein Lottogewinn, sag ich mal, realistisch ist. Aber ja. Und trotzdem sind genau wir heute auf dieser Welt. Milliarden holt wieder aus. Die Entstehung von allem und fragen uns, ob unser Planet rund oder flach ist. Es gibt leere Stellen in unserem Universum, die so riesig sind, dass wenn man sich in die Mitte dessen teleportieren würde, man in alle Richtungen nur das stockdunkle Schwarze sehen würde. Planeten, die nahezu perfekt ausschließlich aus Diamanten bestehen. Neutronensterne, von denen ein einziger Teelöffel so schwer wie ein ganzer Berg wiegen würde. Planeten, die der Erde von den Lebensbedingungen nahezu identisch sind, auf denen sich Lebewesen vielleicht schon längst geformt haben. Planeten, die nur aus Wasser bestehen. Ein Planet, auf dem es aufgrund der mineralen Wetterbedingungen Rubine und Saphire regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwerter als Kohle. Das Weltall ist so vielseitig. Und selbst haben gerade mal ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht. Wir alle werden irgendwann nur noch Staub sein. Und danach wird nichts mehr passieren. Und das bleibt für immer. Diese Wissenschaft, die sagt, das Universum irgendwann wird komplett ausgelöscht werden und dann ist nur noch schwarz. Finde ich auch wild. Woher wissen die das? Woher kriegen die das spitz? Ja, wenn du von der flachen Erde runterfällst, dann kannst du ja gucken, was unten ist. Ne? Also kannst du dir den Boden des Universums angucken, würde ich sagen. Das ist doch was. Ja, das ist halt auch so. Ne? Das übersteigt auch alle Vorstellungskraft. Was ist dahinter? Ne? Was ist eigentlich? Natürlich gutes Video, super geschnitten, einmal mehr, mit super vielen Easter Eggs. Zum Glück nicht so viel Fieber-Trauma wie in dem Product Placement. Aber ich fand das mit dem Titanic-U-Boot, fand ich tatsächlich besser, weil das irgendwie mehr schockierend war, wie es aufgedeckt wurde. Flache Erde ist jetzt schon ziemlich allgemein oder flache Erde ist schon ziemlich, ist ja von Anfang an Unsinn, ja. Deswegen, da hätte ich mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, man muss es sagen, zur Schaustellung gewünscht, was für Idioten es gibt, die Sachen behaupten und wie sie hops genommen werden, tatsächlich. Aber wie immer, Jules mit sehr gutem Content an der Stelle, muss erstmal so schneiden. Wir freuen uns auf das nächste Jules-Video, danke fürs dabei gewesen sein. Und wenn ihr die Reaction einen Daumen nach oben da lasst, dann freue ich mich auch ganz besonders. Haut rein, bis zum nächsten Mal, gute.